Hallo, Sommer 23 ist unser Thema heute. Sommer, Frühjahr, Sommer 23. Wir werden euch jetzt die Kollektion präsentieren in den einzelnen Themen. Und alles, was wir euch zeigen, findet ihr aber auch in unserem neuen Flyer, den ihr digital über unsere Website aufrufen könnt. Und wie der Flyer funktioniert, das werden wir euch jetzt als erstes zeigen. Viel Spaß! Spaß. Einmal noch eine ganz kurze Einführung. Wie komme ich an unsere ganzen Lookbooks? Wie kann ich mir das anschauen? Und wie komme ich von da in unseren Shop? Ganz einfach. Folgt mir einmal. Ich komme mal mit. Ihr geht auf unsere Hemmers eTex Website, textilhemmers.de. Ja. Dort geht ihr in den Bereich Service und neben vielen Punkten ist dort der Punkt Lookbooks. Den klickt ihr einmal an und nun kommt ihr in den Bereich zu Jumpu, wo wir alle unsere Lookbooks hinterlegt haben, in mehrsprachig, nämlich in Deutsch, in Englisch und oftmals auch noch in Französisch. Alle Lookbooks heißt, es sind sowohl Weihnachtskataloge als auch die Neuheiten, die regelmäßig kommen, als auch die Modekollektion, über die wir heute sprechen wollen. Ich klicke jetzt einmal den neuen Style Guide für Sommer an. Hier ist er noch nicht ganz ausgedruckt. Wir haben ihn, wie gesagt, digitalisiert. Also ich klicke den Style Guide für Sommer 2023 an und gehe jetzt auf E-Paper lesen. Es baut sich auf. Und ich kann jetzt den gesamten Style Guide durchklicken. Ich kann ihn mir natürlich auch etwas vergrößern hier unten, um mir die Bilder größer zu machen. Aber in dem Moment, wenn mich ein Artikel interessiert, gehe ich einfach darüber und bin jetzt sofort, wenn ich drauf klicke, in dem Hemmers eText Shop und sehe da alle Informationen. Wenn ich angemeldet bin, was ich jetzt hier gerade nicht bin, sehe ich die Preise, ich sehe die Warenverfügbarkeit. Und ich sehe die weiteren Farben der Artikel. Ich kann also auch hier dann den Artikel mir groß anzeigen und groß betrachten. Und natürlich gerne auch direkt in den Einkaufswagen packen. So einfach funktioniert unser Shop und so einfach funktioniert unser Lookbook. Das Lookbook ist wirklich sehr schön geworden und ich denke, ihr werdet damit ganz einfach zurechtkommen. Viel Spaß damit. So, dieses Thema Irish Cream, da konnten wir uns schon mal nicht entscheiden, weil wir so viele schöne Sachen gefunden haben, dass dieses Farbthema ein kleines bisschen größer geworden ist als die anderen. Macht aber nichts, weil es natürlich auch ein absolutes Kommerzthema ist, in der Farbigkeit Beige-Töne mit Schmuckfarben dazu. Fangen Ja, wir mal mit dem Kleid an, Entschuldigung. Entschuldigung, nein, ich wollte nur Ja. sagen, dass wir hier die Schmuckfarbe Orange haben und Terra. Das Ganze ist ein Viskose-Satin-Druck und ja. Da vorne liegt er nochmal als Lasche. Hier zeigen wir auf der Lasche nochmal die passenden Tencel-Leinen-Uni-Artikel in zwei Beige-Tönen, Beige-Brauntönen. Finde ich auch sehr schön. So, dann wollten wir, glaube ich, Dann wollten wir die Stickerei noch auf die jeden Fall hervorheben. Stickereien zeigen. Das sind Baumwoll-Stickereien. Also ein Baumwoll-Voile mit Stickerei. Den haben wir auch in verschiedenen Farben. Und ein weiteres Highlight. Nicht hetzen. Entschuldigung. Andere lassen sich bei den Videos noch viel mehr Zeit. So, das ist jetzt hier auch nochmal ein Highlight genau. Kann den auch nochmal gerne hochhalten. Den Kinderjumpsuit. Ja, er könnte vielleicht auch mir passen. Deswegen habe ich nicht gelacht. Ich Achso, habe gelacht, wegen dem Wort weil das Jumpsuit, mein Handicap-Wort ist. So, ne? dann geht es weiter. Auch nochmal Struktur, Viskose-Struktur. Da haben wir einen super schönen Rock rausgenäht. Kannst du den einmal Hoch auch, zeigen? ne? Ist auch toll geworden, ne? Das Tolle an der Ware ist, ich weiß nicht, könnt ihr es noch sehen, der hat hier noch so ein, neben dem Seersucker oder Smoke-Effekt, ist hier noch so ein leichter Slap mit reingewebt. Sieht man das ja, Ja, ne? das sieht Ja. man. Dadurch hat er nochmal eine weitere, ja, Besonderheit, würde ich schon fast sagen. Und es gibt ihn auch noch in Uni Ja, passend, ne? genau. Weißt du, welcher Druck auch schön ist? Ich finde den da unten. Das ist wieder ein Viskose Crepe. Ja. Ich mag den persönlich total gerne. Das Thema Irish Cream.